Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Worms zusammen mit The Line. Hallo. Und dem Hardcore Saxony. Jo, moin. Und nachdem wir letztes Mal so gigantisch geloost haben. Gigantisch war es gar nicht, du bist Zweiter geworden. Ja, aber das, also es lag nicht daran, dass ich so gut war, sondern dass ihr nicht viel besser wart als ich. Doch, das sieht gut aus. Nimm mal die mehr. Aber ich gedenke, mich zu steigern. Benny wollte einfach keinen Gegner mehr haben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du bist doch immer noch da. In der Runde. Euer Bild eigentlich auch so klein? Liegt das an mir? Du kannst ranzoomen. Mit dem Mausrad. Das hätte ich mal letztes Mal wissen sollen. Badum. Ja, ich habe mich schon gewundert. Das sah alles so ein bisschen... Na gut, das ist jetzt die Qualität bei mir entsprechend mies dann. Für etwaige Zuschauer. Etwas mies. Oh. Kannst du mal meinen PC sehen? Das wird interessant, die Runde. I'm coming for you. Weil? Oh. Höhle? Ha, guck mal, jetzt legt er bei mir los. Ja, ich sag, Höhle ist viel einfacher. Ja, weil du oben immer was hast zum Anpinnen. Wir hocken hier ziemlich gequetscht aufeinander. Und wir können den ins Wasser schicken. Das ist natürlich echt mies. So, Lumi. Bin noch dran. Danke. Wir haben fast nichts. Deswegen habe ich gesagt, das wird lustig. Jetzt bin ich gespannt, was du... Oh. Ja, nutz mich aus. Wir müssen einkaufen. Wir müssen die Münzen einsammeln und uns davon Waffen kaufen. Deswegen gibt es auch die Münzboxen. Okay. Wir haben irgendwie... Okay. Also Ninja Ropes haben wir unendlich, aber den Rest haben wir irgendwie nur 2-3 Mal. Und dann auch nicht viel. Oh, ich sehe schon. Also Felix, wenn du mal reinguckst, weißt du, was ich meine. Sehr geil. Ich kann gerade nie reingucken, weil ich bin nie dran. Ich weiß. Na, dann rope mal. Nee. Nee. Aber du kommst so anders nicht über den Stachel da drüber. Dafür haben wir aber halt auch 60 Sekunden Zeit, ne, pro Runde. Hätte ropen können. Naja, egal. Hätte Panzerkette. Was war das gerade? Eine Kurskorrektur kurz vorm Schießen? Dass wir nie hingucken beim... Sie hatte die Augen zu. Ja. Ich hätte auch einfach draufgeholzt auf einen, das ist effektiver das war bei iRobot. Ja, es wäre besser gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Aber bei iRobot hat sie die Augen. Noch ein Stück, Felix, noch ein Stück. Nein. Noch zwei, drei Schritte musste. Das ist wirklich. Geh mal ein bisschen wichtig. Nach links. Das sind unsichtbare Blöcke, das sind so geheime Blöcke, die gibt's bei Worms jetzt. Ja, ist klar. Wie bei Mario. Wir haben mal damals ein Kind verarscht. Indem wir gesagt haben, Erde ist bei Minecraft bald viel wert. Fuck! Ich sag doch, noch ein paar Schritte, du hast sogar ein paar mehr gemacht. Deine Sündenrechte, liebe Worten, sofort. So, jetzt lass mir auch so, welchen von den Zweierstapeln ich nehme, aber ich glaube, der andere ist interessanter. Das sind ja echt zwei Zweierstapel. Wisst ihr gleich, wie ihr es nennen könnt. I'm coming for you. Du kannst es nicht verstecken vor mir. Ja, ich bin gut in Englisch, hä? Oh Gott. No Freaks. Sehr schön. Oh, hat funktioniert. Das ist Bam. Mies. Richtig ist, schön Schaden. Aua. Das ist echt mies, ey. 106 Schaden und dann explodiert noch einer. Nicht nett. Gar nicht nett. Benny. Du machst dir gerade keine Freunde, jetzt nimm sie mehr unter die Mangel. Du erinnerst dich, 50 Shades of Grey? Ich habe 50 Shades of Grey gekonnt umschifft. Das ist aber echt cool, viele verpasst coole... Verpasst was, das ist unglaublich witzig. Ja, bestimmt, Wahnsinn. Bunga-Bunga-Szenen dabei. Bunga-Bunga-Szenen sind gar nicht so toll, aber der Humor von dem Spiel ist einfach gut. Von dem Spiel, ich bin schon eins weiter. Was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe ja gar nichts. Nicht viel, nee. Du musst diese Kisten einsammeln und dann mit dem Geld kannst du, gibt einen Shop, ja, kannst du die Kisten sind meilenweit weg bei mir. Ja, musst du dich hinhangeln. Sehr geil, 60 Sekunden. 30. Oder du musst dann mit dem schießen, was du hast. Ja, aber das ist alles scheiße. Warte mal, aktiviere ich diese Bomben, wenn ich dann in die Nähe bin? Ja, die fangen an zu piepen. Das sind Minen. Dann. Bin total verwirrt, was ich jetzt tun soll. Gab's dann immer einen Spruch? Du kannst auch die Zeit noch mit den Nummerntasten 1 bis 5 einstellen, ne, bei Granaten. Toll. Wer sucht, der findet. So, da habe ich mal kurz noch meine Aufnahme unterbrochen, weil ich rausgetappt habe, weil ich kurz mein E-Mail-Programm ausmachen wollte. Sehr gut. Wer ist denn dran?
Ich. Wo bist du denn? Mit welchem denn? Da unten. Ah, mit dem da. Du? Wo ist mal den Ping-Peng-Bum zu uns runter? Nein, das Ping-Peng-Bum. Er steht uns so gut. Er stand, aber ich habe über 7 Punkte gezogen, also. Hättest du ein bisschen höher zählen müssen. Nachher ist man immer klar. Waren aber 24 bei mir, die du gezogen hast. Achso, ja, ich seh's grad. Lol, bei dir fallen die Münzen direkt nebendran. Ja, aber echt, guck mal das Lager an da drüben. Ja, sehr gut. Aber Lumi da ist auch da. Ja. Hui! Ich muss darüber. Denk dran, dass er nur nach oben zielt. Oh, hast du eine Sahne, ey. War ein bisschen knapp. Ja. Voll. Ich hätte es gefeiert, wenn es einen Aimszug aufgesammelt hätte, aber hat's nie. Ich weiß. Von daher gibt's keinen. Wie nennt man das bei Program Banus? Oh nein, man YouTube nicht über das Programm. Moment mal. Da ist der Shop. Wir können ja jederzeit Mist rausschneiden, den du sagst, Felix. Ach dann so, schneiden wir das so zusammen, dass es klingt, als ob du sagst, ich bin ein Arschloch. Oder sowas. Das war mir fast klar. Das ist das Schöne am Schneiden hinterher. Wir können alles verfälschen. Kann ich mir bei Frauen gut vorstellen. Das kann ich auch machen. Mist. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mein Talent allein. Aber dein Talent allein ist es, solche Gedanken zu erfinden und darauf zu kommen. Ich fürchte, die Idee kommt nicht ursprünglich von mir. Kommt ursprünglich von Benny. Also, falls ihr irgendwann mal in die Gelegenheit kommt zu shoppen, wenn ihr das Inventar aufmacht, rechts oben ist der Shop. Okay. Du hast dich gerade kaputt gesucht und 10 Sekunden verschwendet, gebe ich. Nee, aber ich glaub, ist ja so nett von dir, dass du es uns trotzdem sagst. Ich wollte es einfach, damit ihr nicht so ewig rumsuchen müsst. Wie ist denn da die Reichweite von diesen Dingen? Ziemlich groß. Was? Ziemlich groß ist nicht unendlich, aber ziemlich groß halt. Das war ungefähr so ist die maximale Reichweite. So. Übrigens kannst du noch die, genau. Ja, würde mal schwingen. Bildschirm oder so. Ups. So. Und jetzt. Wie groß ist denn die Reichweite? Leertaste, wenn du es beenden willst. Wenn du jetzt was runterlassen willst, musst du Enter, glaube ich, dann drücken, um das zu aktivieren, wenn du jetzt schon was auswählst. Was für, warum gibt es denn hier gerade keine Miete im Shop? Weiß ich nicht. Ist vielleicht deaktiviert worden? Oder du siehst es einfach nicht. Ah nee, es kostet zu viel. Das noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, Enter! Jetzt stehen alle auf einem Haufen. Wenn du eine Waffe auswählst, während du noch so ein Bewegungsitem hast, musst du Enter drücken, um die Waffe zu benutzen. Das wird ein schöner. Habe ich auch vorhin schon mal gesagt, aber du hast mir nicht zugehört, leider. Entschuldigung. Das tut mir leid. Weil mit der Taste beendest du ja die Waffe. Also die Bewegungsitem. Ja, natürlich zu mir. Ja, danke. Läuft. Läuft bei dir, Benny. Danke. Und bei den 46, den kannst du jetzt auch noch platt machen. Ich glaube, eine Bazooka macht 45. Ja, verzieh dich, du feiger Hund. Oh, Mann. Du triffst nicht mal dieses blöde Ding. Ich bin noch kurz in der Ruhe. Er macht das schon. Feiges etwas, ey. Wer ist denn dran? Der da unten, okay. You cannot hide from me. Ich komme zu dir. You cannot hide from me, hat er aber gesagt. Nein, I'm coming, gesagt, for you. I'm coming for you. Ja, genau. Okay, das sagen sie also unterschiedliche Sachen. Ja. Ja, auch idiotisch. Dann kommst du hin. Ja. Mist. Ich hätte so gelacht, wenn du daneben gesprungen wärst. Benny hortet jetzt Münzen. So ein bisschen. Gar nicht so dumm, aber ich will mich trotzdem drüber lustig machen. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Warte, 15 Sekunden lang. Nein, hatte ich nicht vor. Geh einfach mal in die Ecke zu dem anderen, stell dich direkt daneben. Das ist voll okay. Ja, eben, also wir respektieren das, die Entscheidung voll. Ja, du kannst auch gerne wirklich jetzt nichts mehr machen, das ist in Ordnung. Ja, super, Benny. Gehst du dich jetzt langsam durch? Wollte ich eigentlich machen, mich da durchschießen, hat nie so viel gebracht. Ich wollte eigentlich auch zweimal schießen, hat auch nie so viel gebracht. Yay, it's a me. Bist nie eher so weit gekommen.
Naja, war halt zu wenig Zeit. So, sammeln die ganzen Kisten ein. Hatte ich vor. Immer mit der Ruhe. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du mit der Bazooka drauf geschossen hättest. Wäre mir auch fast passiert, sind wir mal ehrlich. Haben wir eigentlich erwähnt, dass wir das Chopper-Setting spielen, falls das irgendjemand nachgucken will? Also deswegen. Was Chopper-Setting? Ja, das Setting heißt Chopper, also wie Einkäufer. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch die ganzen Münzen und keine Waffen. Oh, das wer hat sowas so eingestellt? Hallo! Ich bin's! Hab dich auch lieb. Der Fidschi! Was willst du jetzt da oben? Ich weiß es noch nicht ganz genau, was ich da vorhabe. Geh auf Felix, wir gehen jetzt alles einmal auf Felix, weil er hat sich verzogen. Wer sich verzieht, wird abgeschossen. Das ist so die ungeschriebene Regel bei Wurms. Komm, du musst erstmal einen Landeplatz finden. Den kannst du ganz leicht mit dem Stupser Fallschaden zufügen. Wenn du Dynamitstangen oder so hinlegst, dann wird das richtig ultimativ geil. Wenn ich denn eine Dynamitstange jetzt kaufen könnte, kann ich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Warum musst du das erzählen? Das macht mich zusätzlich nervös. Damit du die Informationen hast, dass es nur noch so kurz ist. Das weiß ich doch auch. Schatz, so. Ich komme. Warum machst du mich nervös? Fuck! Sehr schön, Felix. Sehr schön. Ich sage ja alle auf Felix. Er macht sogar selber mit. Wir können uns gerne nein! Ich glaube, ich brauche einen Verbündeten. Mach mir erst Felix kaputt und regeln es dann zwischen uns. Genau. So quasi wie letzte Folge. Ich höre mir mal kurz Kängurus. Komisch, dass da niemand eine Gegenfrage stellt. Das wird ja halt irgendwas zum Essen sein. Ja. Ah ja. Kennst du nicht Kängurus? Nein. You will never defeat me now. You will never defeat me now. Puh! Sehr gut, dass es noch geht. Hätte ich gar nicht gedacht. Das war ein Katapultschuss quasi. Nicht schlecht. So, war aus Versehen. Nein, das darfst du niemals sagen. Sag, es war geplant. So, jetzt muss ich erstmal da oben ein Loch reinmachen. Wow, funktioniert super. War jetzt irgendwie nicht so schlau. Klappt nicht, wie ich wollte. Die waren mal stärker. Die haben mal mehr weggeschreddert. Hol die Münzen und hau ihn dann eine über den Latz. Jetzt endlich mal irgendwas Gescheites kaufen? Du könntest ihn rechts unten töten, indem du einfach eine Mine hinlegst. Eine Mine kostet 10. Oh, das klingt gut. Muss ich aber erstmal eine Mine kaufen. Das grüne, flache Ding mit dem roten Knopf. Und ich muss ja dann auch wieder weg. Ja, einfach nach links laufen wieder oder so. Nee, lauf doch einfach weg. Ich mich nicht einfach... Warum machst du das so kompliziert? Warum? Weil ich Angst habe, dass ich nicht rechtzeitig wegkomme. Lauf ein bisschen schneller! Die Mine macht nicht so viel Bumm. Lauf einfach nach links weg. Spring. Ich hab gewusst, es wird nichts. Danke! Danke! Ich höre nie wieder auf dich. Du hättest einfach nur mit diesem kleinen Knubbel drüber springen müssen, dann wäre alles super gewesen. Ich hab gewusst, dass ich es nicht schaffe. Na, Lumi, bist du denn mein Team? Nee, was? Sie hat einen von dir töten wollen, hat sich nur dabei selbst erwischt. Aber ich hab dich auch erwischt, also es ist semi gut gelaufen. Aber wirklich, was ich kann und was ich nicht kann. Ich glaube, ich höre nicht mehr auf deine Ratschläge. Ich trau dir halt einfach viel zu. Ja, warum auch immer. Ich bin wie so ein guter Trainer, ich stell dich immer vor neue Herausforderungen. Hör einfach damit auf. Ich glaube an dich. Nein. Wie in Rocket League. Da glaube ich auch. Leorin. Da glaube ich auch an dich. Wie oft, nicht so fies. Wie oft versuchst du das jetzt noch? Wow. Ja, und jetzt runter bitte. Du fällst jetzt eh nach unten. Nein, tue ich nicht. Gerade so, ey. Wieso gerade so? Das war der optimale Sprengradius. Ja, sehr geil, gerade so. Solange ich auf deinem Hocken bleibe, bin ich sicher, oder? Zumindest vor mir. So, jetzt kann man sich zumindest hinstellen. Aber ich stehe auch neben deinem. Hol dir die Münzen. Hatte ich vor. Dann hast du keine Zeit mehr, zu mir hochzukommen. Du musst springen und dann aktivieren, dann schießen.
Ja. Hör nicht auf Benny. Er hat ja gesagt, sie hört nie wieder auf mich. Ja, eben. Mhm. Aber du hast ja die Münzen geholt. Von dem, was du sagst. Du hast ja aber die Münzen geholt. Töte Benny! Nee, scheiße. Du darfst auf gar keinen Fall auf dich selber schießen. Töte dich! Ja, der ist glaube ich tot, ja. Der ist voll. Irgendwann fliegst du nur noch den da oben und macht dann irgendwie nur noch Sprungseil und sowas. Das ist nervig. Du müsst jetzt aber dran sein da oben. Stimmt, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Entsammelt nicht die Kiste ein. Willst du die Kiste nicht einsammeln? Nee, er will sich noch weiter wegbuddeln, weil er ein feiger Hund ist. Und warum holt er sich die Kiste davor nicht? Weil er ein feiger Hund ist. Welche Kiste? Die da oben liegt, direkt neben dir. Oder lag, oh Gott. Direkt neben dir. Die habe ich gar nicht gesehen. Wow. Ich war kurz Kängurus holen und danach kurz für kleine Jungs. Tut mir leid. Ja, da kann man die Kiste nämlich nicht mehr sehen, wenn man Känguru hat. Nein, weil ich nie auf dem Bildschirm geguckt habe. Ich habe eine 3-Zimmer-Wohnung mittlerweile. Sowas wie Chips. Ich will Schokolade. Nee, das war ist... keine da. Hm. Wenn du wissen willst, was ist, gib mir deine Handynummer. Kriegst du ein WhatsApp-Bild. Ein ja. WhatsApp. Von einem Känguru, wenn das so. Mhm. Lass du aber bitte Tammy da stehen, ja. Tammy ist schon gestorben in X. Tammy hieß in aus der Jumpstart-Crew früher. Kannst du schon erinnern, Ben? Ja. War ein Mädchen. Nein, ein Junge. Nee, war ein Junge. Jetzt ist ein Mädchen. Teleschild. Jetzt wird's spannend da oben. Ja, freue ich mich auch, weil du dann... Was? 9 Punkte? Das ist ja fast ein. Hätte ich vielleicht nachdenken sollen. Aber ein bisschen dumm, vor allem wird er eher noch da dran kommen an sein Ding als du. Ja, ich weiß. Aber ich habe ein Teleschild ihm geklaut. Von daher ist es so schlimm, dass ich den Teleporter verschwendet habe. Sehr gut, Felix. Ist in der Aufnahme. Das ist immer eine gute Idee. Vor allem richtig schön laut. Merkt man schon, wer ein bisschen YouTube erfahren ist und wer nicht. Na, vor allen Dingen halt nicht irgendwie, dass er sich dabei mutet, dabei. Nein. Springen, Doppelsprung und dann nach oben gerade. Oh, ich hab lange nicht mehr so schön gelacht. Passt Doppelsprung und gerade nach oben schießen. Oh Mann, ich verschanz mich jetzt einfach. Ah, Ich glaube, Felix stirbt gerade, er kann sich nicht mehr essen. Ich bleib jetzt einfach hier. In der Kuhle ist eine schlechte Idee, da kann man Granaten reinwerfen. Okay. Immerhin habe ich 2 Päckchen aufgesammelt. Glückwunsch. Glückwunsch. Ich glaube, da kann ich mir einen Lachflash. Das ist nur so ein Gefühl. Felix kriegt sich nicht mehr ein, versuch dich nicht an den Kängurus. Kurz davor aber. Das war zu schön. Ja, wenn er lacht, kann er wenigstens nichts Böses anstellen. Sag er, da kann er wenigstens keine Essgeräusche mehr machen. Oh, man hat hier 200? Das ist natürlich ziemlich stark. Da kannst du ziemlich weit fliegen. Kannst du doch ein bisschen überlegen, wo du überhaupt hinfliegst, während du fliegst. Nee, da hast du eine Zeit, die abläuft. Nee, hast du nicht. Also ja doch, für den Grunde, aber nicht von... Ja, also im Grunde, also die Kisten ja, magst irgendwie du irgendwie nicht, oder? Nee, von der Runde, habe ich gesagt. Ja, er mag die Kisten, er sieht die wahrscheinlich nicht, die sind zu blau. Blaue Kisten will er nicht, die sind für Lumi gedacht oder so, keine Ahnung. Das heißt hier so viel. Schon wieder am. Vielleicht hast du so eine Blau-Grün-Blindheit oder so, er kann das nicht unterscheiden vom Hintergrund her. Kann sein, ist ja. Oder er ist selber zu blau und sieht es deshalb einfach nicht mehr. Ja. Aber Zielwasser hat er dabei nicht getrunken. Voll daneben. Und das ist eine Schrotflinte, ey. Schaut, eine Kiste. Da war ein Känguru drin. Ach, schön. Spring mit anderen ins Rope. Gefähr. Ich weiß nicht wirklich, was er von uns will, aber ich auch nicht. Ich auch nicht, aber er findet es lustig. Hauptsache, er hat Spaß. Oh ja. It is time. Ich muss sogar mitlachen, ich weiß gar nicht warum. Aber du konzentrierst dich, Ben. Ja, ich bin konzentriert.
Ich will nur überlegen, wie ich dich danach plätte. Ah, das bringt nichts. Gibt's immer noch keine Bananenbomben? Das ist ernsthaft? Das rollt das nicht da runter? Bist ein Scheißvieh. Blöde Wichsmine. Blindgänger. Nee, das ist kein Blindgänger. Die rollt mir einfach nur hinterher. Geh mal drüber, dann weißt du, ob es ein Blindgänger ist, aber ich glaube nicht. Da jetzt irgendwie mal Bananenbomben oder sowas? Deswegen läuft im Nahen Osten immer die Frau von, um die Minen zu finden. Schwarzer Humor hat nicht jeder, Felix. Genauso wie Essen. Ich weiß. Buddel dich da durch, komm zu mir. Ja, nee, irgendwie fühlt sich das da oben ziemlich unsicher an. Warum? Du kommst nicht... Ja. Oh, gut gerettet. Ich dachte gerade, du hättest kurz vergessen, dass du das. Egal. Nee, alles Absicht. Alles Benni hatte Angst um dich. Das ist ja so lieb von ihm. Ich fand ja nur geil, dass Benni gesagt hat, hochspringen und dann Seil drücken und du springst hoch und kurz bevor du unten wieder aufschlägst, drückst du das erste Seilding ins. Das ist natürlich auch eine Variante, ja, warum man lacht. Es gibt doch Bananenbomben, shit. Ja, aber die musst du halt kaufen, natürlich. Kostet halt kaufen. 4, 3. Nee, zwei. Du hast eine Sekunde mehr. Wollt ihr nur das hochsetzen? Aber sie hat trotzdem nichts gemacht. Da hätte ich ja oben Banane hingelegt, Mist. Hätte. Hast du so viel Münzen? Ja. Idiot! Da hätte ich alle drei von dir erledigen können. Jetzt gehst du auf mich, oder was? Was? Guck mal, Felix ist doch kein Blindgänger. Felix ist fast weg, entsprechend langsam müssen wir uns den Tatsachen ins Auge sehen, dass wir uns auch gegenseitig zerstören müssen. Alles klar, das war jetzt eine Ansage. Nehme ich so wahr. Ich wusste nicht, dass wir wirklich einen offiziellen Waffenstillstand haben. Wir können ihn auch ruhig noch lassen. Nö, jetzt nicht mehr. Okay. I'm coming das ist doof. Gut gemacht. Nee. Ha, sehr gut. Was hab ich denn hier? Wow. Hör auf, du blödes Seil, dich zu bewegen. Busch im Hintergrund lenkt mich immer voll ab. Oh, ich rede schon wieder die ganze Zeit mit mir selbst und wundere mich, warum keiner darauf reagiert. Hast du dich gemutet? Ich kann mein Mikro hochklappen und bin damit automatisch gemutet, ja. Wow, ich hab's richtig gut geworfen. Joa. Also du bist noch schlechter als der Bot. Ich wollte den Friedhof wegmachen. Er hat mich irritiert. So viele Grabsteine. Ja. Das war das Problem. Lumi, du bist dran. Zeig's uns. Gib's uns. Ich würde dich nicht unterschreiben wollen. Das klingt so falsch. Deswegen bin ich auch nicht näher drauf eingegangen. Gekonnt überhört. Gute Variante. Ich höre nur das, was ich hören möchte. Keine so gute Variante. Weil inzwischen kenne ich dich ein bisschen. Da hörst du komische Sachen. Doppelsprung nach oben. Also Doppelsprung und drücken. Jetzt nicht mehr. Da bin ich immer noch zu weit unten. Ja, jetzt schon. Gerade eben nicht. Jetzt kannst du es Rob Digger einsetzen. Ja. Okay, mach mal doch. Du musst da mehr chillen. Was willst du denn machen? Was tust du? Ich würde mich oben auf die Nadel setzen, da oben auf dem Berg. Ja, du hast gekauft. Das willst du, glaube ich, mir jetzt runterwerfen von dem Ding. Ich glaube, du musst Enter drücken, wenn du es ausgewählt hast. Aber ich bin mir nicht sicher. Es passiert nichts mit Enter. Ja, dann geht's wohl nicht. Wie, das geht nicht? Ich weiß nicht. Du hast doch mitgekriegt, wie viel Ahnung ich von dem Wurms habe. Das war eine Vermutung. Na toll, ich dachte... Das sagst du vorhin zu mir. Du hast mir vorher schon gesagt, hier, es ist mit Enter. Du wolltest nicht mal auf Benni hören, selbst schuld. Sehr gut. Ich muss mich an mich selbst erinnern, dass ich nicht mehr auf dich höre. Es hat einfach keinen Sinn, auf dich zu hören. Ich kann ja dir sagen, dass du nicht mehr auf den Benni hören sollst, aber was würde das bringen? Dann würde ich auf dich hören. Das wäre genauso falsch. Was? Es wäre immer falsch. Aber es kann doch nicht sein, dass man an einem Ninja-Seil keine Sachen mehr runterschmeißen kann. Das also in späteren Wurms geht es auf jeden Fall wieder, aber vielleicht haben wir die Tasten einfach nicht rausgekriegt. Es geht auch nicht mehr. Es geht auch nicht mit allen Sachen, so eine Bazooka oder so geht nicht. Es geht nur irgendwie. Ja, klar, ich wollte ja auch was zum Hinlegen liegen lassen. Komisch. Komm, wirf Tammy in die Höhle da hinten. Ja,
Er redet nicht mit uns, er ist hart konzentriert. Ach, ja, natürlich, für einen Wurm. Wow. Ja, und er erwischt dich selber. Nein! Natürlich! Das gibt's doch nicht, ey. Nice. Sehr gut. Also, ich hab's jetzt gerade unter der Steuerung nicht gefunden. Yes! Tommy ist übrigens tot. Voll. Arme Tommy. Ja, 50. 50 Münzen, das bringt's. Man muss hart sparen, merkt ihr es? Hm. Ach, Quatsch. Gibt's überhaupt noch Münzen irgendwo? Nope. Nope. Dann ist keiner mehr da. Geil, wa? Geile Strategie von mir. Überhaupt noch Münzen selber? Verunsichere die Frau so weit, wie es geht und dann krall dir alles. Hä? Was sind das? Ich glaube, von dem Känguru-Mann kommt heute nichts Sinnvolles mehr. Von dem Känguru-Mann kam noch nie was Sinnvolles. Dafür kenne ich ihn nicht lang genug, um das zu beurteilen. Hab ich gerade schon wieder mein Mikro hochgeklappt gehabt? Und ja, wo ist das Mikro hochgeklappt? Moment, ich bin rot. Ah. Mit vollem Mund spricht man nicht. You cannot rush evil. Na, dann noch runterschlucken. Lässt du Sascha in Ruhe? Und was, Benny hat gesagt, er kennt mich nicht. Nee, ich hab gesagt, ich kenne mich nicht. Ja, genau. Hi. Du wirst mich noch kennenlernen. Wie man erstmal Faxen macht zu dem, der unter ihm steht. So, you get extra punishment. Bei mir hat er bloß dreckig gelacht. Bei mir hat er auch noch dreckig gelacht. Lumi, du bist dran. Voll mit meinem. Kannst du übrigens schon, wenn die 5 Sekunden runterzählen, dich bewegen und dann weiterspielen, sozusagen. Kannst du das abbrechen? Kann ich mir uns eigentlich auch beide in die Luft jagen? Ja. Nimm Kamikaze. Das ist eine super Waffe. Bringt richtig viel. Hat schon immer richtig viel. Du mich verarschen möchtest. Was? Beim Kamikaze stirbst du selber. Du hast bloß noch 2 Punkte, also reicht das vollkommen aus. Und kannst die Richtung auswählen und das geht sogar. Wie viel Schaden mache ich 30. Denn, wenn ich selber sterbe? 20, 30, irgendwas in der Drehe. Also Kamikaze macht 30 Schaden, wenn du selber stirbst, machst du so um die 20. Ja, aber bei Kamikaze stirbst du zwangsläufig. Nimm Kamikaze, du gehst sowieso drauf. Verunsichert ihr mich? Nimm Kamikaze, stell dich auf die rechte Seite vom 76er und dann mach Kamikaze 12, nach links. 11, 10, 9, 8, 7, 6, nächstes Mal setze ich mich neben dich. 4, ich geh wieder 3, kuscheln. 2, 1, sinnvolle 60 Sekunden. Ja, weil ihr mich verwirrt. Lumi, ich mute euch das nächste Mal, wenn ich spiele. Nächstes Mal setze ich mich neben dich und gebe dir Anweisung. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Idee. In einem Wurmspiel, wenn man zusammenspielt, den anderen muten. Das klingt sinnvoll. Naja, dann bringt ihr mich nicht mehr durcheinander. Das nächste Mal, wenn ich am Zug bin, mache ich einfach den Sound leise. Maulwurfangriff, mach. Dick down. Ah, der hat auch einen Dick up. Wo bist du denn eigentlich hin überhaupt? Du musst Leertaste drücken, glaube ich, oder? Das ist wie so ein, der ist wie so ein Schaf. Den musst du nochmal aktivieren, dann gräbt er, oder? Genau. Ah. Ganz so, toll. So kenne ich das auch. Super! Ich habe gleich einen Graben gegraben, wo ihr durchkennt. Super! Hättest du vielleicht noch steuern können oder so zum Graben? Weiß ich nicht. Nee. Ging nicht. Glaube ich jetzt zu behaupten. Erfolg erhalten, rettet die Tiere? Benutze alle Tierwaffen einmal. Vielfältige Natur. Aha. Ganz toll, Felix. Ist auch ein Erfolg dafür gibt, dass ich mehrere Runden jetzt ohne was zu tun gespielt habe. Oh, oh. Du tust nie was. Verdammt. Autsch. Nein. Was tun wir da unten? Weiß ich nie. Polonaise. So fühlt sich ein bisschen an, ja. Kuscheln. Oh. Das hier ist nicht so cool. Jetzt bin ich gespannt, was wird denn das? Gute. Du bist da hoch. Ich komm da nicht hoch. Braucht man halt schon ein bisschen Skill, ne? Das geht in dem Teil nicht so gut. Das geht sehr viel schwerer, das geht. War auch ein bisschen glücklich. So,
So, jetzt habe ich halbwegs ihren Pegel erreicht, dass ich klar denken und klar sehen kann. Komm, die nächste Bananenbombe natürlich. Ich bin tot. Jo. Ich bin sowas von tot. Da, 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 da. Na komm, das war mal ein geiler Move. Mein Fandom ist noch am Leben. Aber jetzt, ich will jetzt hier ehrliche Anerkennung und Respekt. Das war ein guter Zug, ja. Das hast du großartig gemacht. Hättest du nur jemand anderen getroffen, das wäre noch besser gewesen. Eigentlich hätte ich deinen letzten gern noch mit versenkt. Ja, habe ich mir gedacht. Was leider nicht ist. Also es ist fast optimal gelaufen. Dass ich den Zweier da geopfert habe, fand ich jetzt nicht so problematisch. Ich schon, ich hätte ihn nicht geopfert an deiner Stelle. Das ist ganz schlimm gewesen. Der hätte noch deinen Sieg bedeuten können, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du so wie tot. Oh, wäre ich gekickt. Oh, wie mies. Das ist ein bisschen deprimierend. So, als wenn du sterben kotzt mich jetzt überhaupt nicht an. Ja, du hast dich ja nur verkrochen, feiger Hund. Kannst du dich zurücklehnen und dich darüber amüsieren, was für eine Scheiße wir bauen. Du wirst wahrscheinlich sogar noch gewinnen, weil dein blöder Typi da oben ewig überlebt. Ja. Das ist halt, das Setting und dann verkriechen ist schon ein bisschen fies. Ja, diese Höhle da und dass ich als erster da drauf gekommen bin, da hinzugehen. Ich hab's mir gedacht und hab mir gedacht, nee, du machst es nicht. Weil es total mies ist. Weil es halt langweilig ist eigentlich. Du machst jetzt bitte keinen Fehler und springst nicht. Jetzt kannst du springen. Wie ein junger Ball. Ja, das bringt dich weit. So, so und hopps. Perfekt. Hätte einfach ist nur springen können, hätte auch funktioniert, aber ist okay. Ja. Machst du jetzt wenigstens noch den Scirocco weg? Klingt gut, ne? Da ja, brauchst du aber erstmal eine Schrottpresse, um Scirocco wegzumachen, ne? Pulle, Pulle, höher, ja, genau. Hat nicht gereicht. Ist ja logisch, viel zu dick. Bist du da oben irgendwann runterkommen müssen, wenn der andere weg ist, ne? Nö, der kann einfach Seilspringen machen, theoretisch. Und da oben warten, bis du hochkommst. Das wäre aber echt langweilig. Aber ich bin ja nicht so. Wir müssen sonst da unten wieder rauskommen. Der kann sich einfach nach rechts durchbuddeln. Kommt er da oben raus. Oder so. Oder er geht da raus. Auf die Idee seid ihr noch gar nicht gekommen? Krass. Ich wäre da nie hochgekommen. So durch. Hochkommen kommt man da nicht durch. Runter kommst du, aber hochkommen ist echt schwer durch das Ding. Ich hab dir nicht zugetraut, dass du es machst. Leute, er springt halt nochmal? The fuck? Ja. Er hat minus 1 gekriegt und springt nochmal, kriegt nochmal minus 6. Ja, ich bin halt cool drauf, ne? Was war denn das für ein Flabber-Moment? Flabber? Oder ja. Flacher? Flabber. Der Film aus irgendwie 2000ern. Ja, ja, ich kenne den Flabber, den gibt's sogar, ich ja sogar bei Netflix. 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 Der ist aber, glaube ich, nicht gut gealtert mit der Animation und so. Netflix. Wir kriegen dafür kein Geld, also hör auf Netflix zu erwähnen. Netflix. Vielleicht, wenn die uns bezahlen. Nein. Mit dem Typen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay, damit habe ich, glaube ich, meinen Untergang besiegelt. Könnt ihr nochmal mit dem Typen spielen, der die ganze Zeit Netflix rufen? Machst du nicht die ganze Zeit. Jetzt beende dieses Drama. Ja, mache ich auch. Das Blöde ist, ne, da sind zwei Spieler von mir. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ja, du musst bloß irgendwas hinwerfen, was ein Loch in den Boden macht. Dann stirbt sie und du dann überlebt ja, also. Was ist ein Überfall? Da kannst du jemanden Items klauen. Und wie kann ich das machen? Muss hingehen und das ist ein Nahkampfangriff. Benutze es halt ernsthaft. 3 Stunden später. Das ist halt die blöde Nase, nee. Spring da einfach Doppelsprung und dann aktivieren. Jetzt ernsthaft, das ist. Ja, oder so. Mit ablegen. Ups. Scheiße. Die gleiche Scheiße wie vorher. Oh. So, du könntest jetzt beide töten, wenn du eine gute Waffe hast. Ich habe keine gute Waffe, das ist ja mein Problem. Musst du noch die 10 da oben holen vielleicht. Und dann hast du vielleicht eine bessere Waffe. Probe auf Wimmel und Wimmel. Nur ein bisschen Memmel, wie verstehen die es noch?
You cannot hide from me. Sagt mir gar nichts mehr, wenn ich so. Bringen Sie nicht auf dumme Ideen, meinte ich. Das war nicht zu erkennen. Und ich bin schon raus. Ich hab verloren gegen diese beiden. Vor allem hast du gegen so Trottel wie uns verloren. Das ja, eben. Circa, ich hab verloren gegen diese beiden. Wir wollen nur, dass die Folge schön lange geht. Gegen diese Trottel. Oh Gott. Ja, bringt euch. Ja, jetzt bitte noch ein Unentschieden draus machen. Ja, oh, wir machen Mensch. Das absichtlich, nur mich zu ärgern. Ich merke schon, wenn ich morgen irgendwie Antidepressiva nehmen muss, seid ihr dran schuld. Da, kommt nicht da so ist nichts zum Festhalten. Das sieht aber aus. 10 Jahre später. Probieren wir das Ganze nochmal. Und fallen lassen. Fallen lassen. Du bist da hoch. Fallen lassen. Ja. Und sonst? Ich weiß ich nicht, war nicht zu erkennen vorhin. Wenn ich bin was von dran. Obwohl, wenn sie noch 10 Minuten in Shoppen verschwendet. Ist ja auch eine Frau, ne? Ja. Ich werde schon mal die dummen Sprüche die ganze Zeit haben. Sie muss jetzt mal angucken, was die so die schönen Items machen alle. Und dann ist die Zeit um. 15. 5. 4. Nein, 15. Ja, jetzt. Genau. Ach nö, ist doch doof. Also stirbt davon doch nicht, oder? Doch, beide tot. Tata! Die Lumi ist der Sieger. Unverdient. Ja, na komm, also die Sachen, die so gelaufen sind, wie ich sie mir überlegt hatte, die waren gut. Ja, es ist ganz schön oft blau da in der Statistik. Ja, meist erledigte Wurmgegner. Okay, ich habe auch 2 meiner eigenen Leute erledigt. Da-da-dam-da-dam. Gut. Habt ihr fein gemacht, kriegt einen Keks. Das ist, was also vor allem Lumi. Ne? Was? Du kriegst einen Keks und ich habe gesagt, das war's dann für die Folge. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.